Wem gehört die ausgebaute Hüft- oder Knieprothese? Vielleicht der Krankenkasse, wenn der Patient seine Krankenkassenbeiträge nicht gezahlt hat? Gestatten, mein Name ist Ziegler, Dr. Hans-Bernd Ziegler, Patientenanwalt aus Marburg. Will man Schadensersatz und Schmerzensgeldansprüche im Arzthaftungsrecht durchsetzen, dann muss man Beweise in der Hand haben. Das zeigt anschaulich der Fall von Paul Berres, den Sie jetzt aus einem Fernsehbericht sehen. Paul Berres war sein Leben lang Winzer mit Leidenschaft. Heute braucht er für einen Spaziergang durch den Weinberg die Hilfe seines Schwiegersohns. Er hat schlimmen Schwindel, er hört kaum und sieht nur noch Schemen. Die Gesundheit ist zerstört, seit er vor einem Jahr im Krankenhaus war. Vorher war alles in Ordnung. Aber ich habe nachher festgestellt, dass ich gesund ins Krankenhaus gegangen bin und bin krank rausgekommen. Es sollte eine Routine-OP sein. Im Krankenhaus Wittlich wurde seine Hüftprothese erneuert. Seine Keramikprothese war kaputt, nun wurde ein Hüftkopf aus Metall eingebaut. Was niemand ahnte, der Abrieb der Metallprothese kann den Körper vergiften. Eine potenziell tödliche Gefahr. Fachleute kennen das Problem seit Jahren. Doch niemand warnte Paul Berres. Seit Jahren ist bekannt, dass der Abrieb von Chrom und Kobalt aus implantierten Hüftprothesen Organe und Gehirn zerstören kann. Manche Modelle wurden deswegen vom Markt genommen. Aber eine noch schlimmere Gefahr wird bis heute unterschätzt, sagt der Medizinanwalt Hans-Bernd Ziegler. Er vertritt Paul Berres und andere Mandanten, denen Metallköpfe als Ersatz für gebrochene Keramikprothesen eingebaut wurden. Das ist deshalb brandgefährlich, weil Keramik viel härter ist als Metall. Und wenn dann Keramik und Metall zusammenkommt und Späne, Keramik, Späne und Metall zusammenkommt, dann reibt das. Zwar empfehlen die Hersteller, ordentlich zu spülen, um diese Keramiksplitter aus dem Gelenk herauszubekommen. Aber das sind nicht nur Splitter, sondern das ist feinster Staub, der sich ins Gewebe setzt und den man mit Spülen nicht rauskriegt. Und dann wirkt es hinterher wie Schmirgelpapier. In diesen Prothesenkopf wurde sogar ein Loch hineingeschmirgelt. Der Träger der Prothese hat es nicht überlebt. Er starb im Februar. Ziegler vertritt die Angehörigen. Das ist Paul Berres Prothese. Auch hier ist der Metallabrieb deutlich zu sehen. Ziegler ist überzeugt, die Kliniken hätten von der Gefahr wissen und die Patienten informieren müssen. In Deutschland sprechen viele Krankenhäuser nicht offen über Qualitätsprobleme, wenn es um die Versorgung mit implantierten Prothesen geht. Wie Sie gesehen haben, halte ich die Beweise in der Hand. Wie bin ich an diese Beweise herangekommen? Die Prothese wurde in einer anderen Klinik ausgebaut und wir haben den Betreiber der Klinik gebeten, dem Mandanten die Teile auszuhändigen, weil wir sie im weiteren Verlauf brauchen. Und Eigentümer dieser Prothese ist auch tatsächlich der Mandant, der Patient, wie Sie anhand eines Schreibens jetzt sehen können, dass wir in einer anderen aktuellen Sache an die Klinik geschrieben haben und auch hier die Prothese herausfordern. Sehr geehrte Damen und Herren, in vorbezeichneter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen von Frau B. in einer arzthaftungsrechtlichen Angelegenheit. Eine Kopie der Vollmachtsurkunde fügen wir bei. Vorab teilen wir Ihnen mit, dass sich das Verfahren nicht gegen Sie richtet. Unsere Mandantin befand sich am Freitag, den 29.07.2022, in ihrer Notaufnahme. Dort wurde festgestellt, dass die Bandscheibenprothese im Segment L5 S1 fehlerhaft ist und noch diese Woche voraussichtlich am Donnerstag, den 4. August 2022, im Rahmen einer Operation ausgetauscht werden muss. Für eine Begutachtung dieser Prothese und möglichen Feststellungen zur Mangelhaftigkeit dieser Prothese bitten wir Sie, die ausgebaute Prothese unserer Mandantin auszuhändigen. Das Recht zur Mitnahme der Bandscheibenprothese ergibt sich aus der Eigentümerposition von Frau B. an dieser Prothese. Denn in dem Moment, in dem das Implantat eingesetzt und fest mit dem Körper des Patienten verbunden wird, verliert es rechtlich gesehen seine Sacheigenschaft und wird zu einem Teil des menschlichen Körpers, also zu einem Teil des Menschen selbst. Der menschliche lebende Körper und seine Körperteile sind aber überhaupt nicht eigentumsfähig. Eigentum und Besitz am menschlichen lebenden Körper kennt das deutsche Recht nicht. Daher löschen sämtliche zuvor bestehende Rechte, also zum Beispiel das Eigentum einer Krankenkasse oder Klinik, an einem Implantat mit dem festen Einbau im menschlichen Körper. Dies gilt insbesondere für sogenannte echte Implantate, die dauerhaft, wenn auch operativ entfernbar, mit dem menschlichen Körper verbunden werden.
Trennt sich der Mensch wieder von solchen künstlichen Körperteilen, einem in Klammern defekten Implantat, wandelt sich die Verfügungsberechtigung über seinen Körper automatisch in Eigentum des Patienten an diesen getrennten Körperteilen um. Wer vor der Implantierung Eigentümer war, ist auch in diesem Zusammenhang unerheblich. Es steht dem Patienten daher frei, defekte Implantate mitzunehmen oder dem Krankenhaus zur Entsorgung zu überlassen. Mit freundlichen Grüßen, Ziegler Rechtsanwalt. Wie Sie dem Inhalt des Schreibens entnehmen können, ist das Eigentum an der Prothese zunächst durch den Einbau in den menschlichen Körper untergegangen. Die Prothese wurde Bestandteil der Persönlichkeit. Mit der später erfolgten Trennung wird das dann wieder aufgehoben und die Prothese fällt in das Eigentum des Patienten zurück. Makaber, aber auch interessant ist die Rechtslage beispielsweise in Bezug auf Goldkronen, auf Zähnen. Wenn Patienten versterben und eingeäschert werden, dann bleiben die Goldkronen in der Asche zurück. Es hat viele Fälle gegeben, in denen Bestatter sich die dann in die Tasche gesteckt haben. Das ist strafbar, weil die Goldkronen im Eigentum der Erben stehen. Mir ist das selbst ähnlich passiert. In jungen Jahren habe ich mir in der Zahnklinik eine Krone entfernen lassen. Ich höre noch heute das Geräusch, wie es klack machte und sie auf einen Metallteller fiel. Und weil ich dann auch eine Betäubungsspritze hatte, habe ich der Sache keine Bedeutung mehr beigemessen. Erst hinterher fiel mir dann auf, ja, die Krone ist weg. Ich habe dann von einem Mitarbeiter der Zahnklinik gehört, dass die systematisch gesammelt wurden, diese Goldkronen, und dann einmal im Jahr ein großer Betriebsausflug gemacht wurde. Das dürfte heute wohl nicht mehr zulässig sein und auch nicht mehr so gehandhabt werden, meiner Ansicht nach strafbar. Ein weiterer Fall, über den ich auch ein Video hier gemacht habe, ist der, wo einem jungen Mann versehentlich eine gesunde Niere entfernt wurde. Und auch diese Niere steht nach der Entfernung nicht im Eigentum der Pathologie, sondern im Eigentum des jungen Mannes, der sie zu Beweiszwecken gegebenenfalls noch einsetzen kann. Das war's zum Eigentum an Prothesen. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben, und bedanke mich auch bei meinem Referendar.